So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Im letzten Part haben wir ein neues Teammitglied gefangen und jetzt schauen wir uns hier im Pokécenter um. Denn wie ihr vielleicht wisst, sollte man sich überall ein bisschen umschauen, weil jeder von ihnen könnte irgendwas Cooles für uns bereithalten. Wie zum Beispiel der hier, die TM66 Gegenstoß ist ganz cool, wenn man als zweites agiert, also als zweites angreift, macht die Attacke ein bisschen mehr Schaden. Okay, schalten wir mal den Radar an. Okay, ne, hier ist nichts gut. Ist das ein Fundament von einem Haus? Obwohl ein Fundament ist es ja nicht wirklich. Chromlexica, die Stadt der Steine. Der Chromosomen. Nun gut. Hier ist ein Item, das habe ich schon gesehen. Das holen wir uns auch auf direktem Wege, nämlich Pudersand. Ja, Pudersand halt, ja. Gut, und dann schauen wir uns natürlich in der Stadt ein bisschen um, ob die irgendwas zu sagen haben. Wir sind hier Wissenschaftler. Ewigstein, okay, danke dafür, aber wir sind hier Wissenschaftler. Ewigstein sorgt dafür, dass ich ein Pokémon nicht entwickeln kann. Was finde ich? Also ist ganz gut, wenn man nicht jedes Mal bei der Entwicklung BBB drücken will, aber sonst finde ich... Ja, braucht es das Item? Ich weiß nicht. Natürlich braucht es das Item, das ist voll wichtig. Okay, das sieht echt aus, als ob sie hier irgendwas am Bauen sind. Die werten Herren. Die Stadt ist wohl noch nicht ganz komplett. Deswegen dachten sie sich, jo, bauen wir noch ein bisschen was. Wieso nicht? Ist hier hinter dem Haus vielleicht was? Ha, sieht man gar nicht den Timerball, oder? Wo seht ihr den? Ja, okay, wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich den gesehen. Aber sonst sieht man den nicht. Raffiniert gemacht. Raffiniert! Und der Itemradar, der erkennt den Ball natürlich nicht, weil es eigentlich kein verstecktes Item ist. So, okay, wir sind hier wieder, wie es aussieht, in einem Hotel. Das heißt, hier müsste wieder Monsieur Miteinander sein. Der kleine Halunke, der unglaublich, wie er sich jedes Mal so ein Hotelzimmer leisten kann. Also, er verdient, wie es aussieht, nicht schlecht. Vielleicht arbeitet er bei Game Freak. Peut-être. Hier ist ein Wanderer. Der muss sich hier ein bisschen ausruhen, weil durch die ganzen Wandergänge, die er gemacht hat, ist er ein bisschen müde geworden. Nee, setz dich nicht hin, Junge. Junger Mann, nicht hinsetzen. Hallo, ich bin Mr. Miteinander und ich gebe dir wieder O-Kraft. Oh, was? Wieso? Okay, wieso hat er mir trotzdem O-Kraft gegeben? Ich hätte vielleicht lesen sollen, was er sagt. O-Kraft ist fast so gut wie O-Saft. Aber tschüss. Okay. Du Pieser, Mann. Du kleiner Pieser. Aber ich hab's irgendwie mit dem Wort Pieser. Ich will einfach nicht Pisser sagen, weil das hört sich böse an. Also sage ich Pieser. So, Itemradar wieder aktiviert und dann schauen wir uns um. Ihr könnt mir ein Foto machen. Was? Hey, was bist du denn für eine? Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Chromlexia, nicht mit K, führen. Lino, der Arenaleiter von Reliviera City, stellt derzeit Nachforschungen zu den Steinen an, aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Okay, und deswegen dürfen wir hier nicht durch. Geht aus dem Weg. Niemand kann sagen, welche Theorie stimmt. Unsere Welt ist voll von solchen Rätseln. So viele Steine von dieser Größe, so sorgfältig aneinandergereiht, aneinander zu reihen, ist schon beeindruckend. Die Leute vor 3000 Jahren konnten vielleicht keine Berge versetzen, aber dafür große Steine. Diese Steine müssen das Werk einer außerirdischen Lebensform sein. Alles andere wäre schlichtweg Unfug. Du bist Unfug, junger Mann. Du bist Unfug. Es gibt keine außerirdischen. Oder vielleicht doch. Naja, man kann... Jetzt spitz mal deine Lausche. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davon tragen. Bisschen größenwahnsinnig ist der schon. Hast du Team Flair gesehen, Fuka? Nein. Mach dir keine Sorgen.
Ich war dem Rüpel von Team Flair dicht auf den Fersen und habe ihn von dort kommen sehen. Jedoch verstehe ich nicht, wo der Schuft jetzt bloß abgeblieben sein könnte. Da vorne geht es schließlich nicht weiter. Bei Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Tja, wo er wohl hin ist? Wir haben es nicht gesehen. Oder habt ihr was gesehen? Nee. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wollen wir wieder ein Foto machen? Ja, komm, mach mir ein Foto. So, Kameracodes, komm her. So, ein Foto machen. Ja, Foto. Nehmen wir den Stylus wieder hervor. Ich bin betrunken, sorry. So. Und mit dem Radar. Ich hatte den Stylus gerade im Mund. Wieso muss ich das so schräg halten? Ich muss den DS voll schräg halten, damit es hier so gerade aussieht. So, wir machen wieder die Blende voll auf. Oder ist das gut so? Ja, ist gut so. Damit wir auch das andere im Hintergrund scharf haben. Okay, die Stadt ist diesmal nicht so wichtig, sondern nur wir. Fuck. Wir müssen das ein bisschen abschätzen. Nein. Wer kleiner. Oh, komm schon. So, ist doch perfekt, oder? Das ist gut so. Mit dem Radar im Bild. Jo. Wenn er die Augen zumacht. Nein! Fuck, ich wollte, wenn er die Augen zumacht. Aber egal. Das Bild ist auch ganz schön. Aber ich musste den 3DS echt voll schräg halten. Deswegen ist das Bild auch ein bisschen schräg geworden. Das soll uns eine Erinnerung bleiben, so. Ja, das schräges Bild. Der 3DS war halt schräg. So. Nein, Trinkgeld bekommst du keins. So. Ich habe ihm schon genug Trinkgeld gegeben. Oder bekommen wir irgendwas, wenn wir den Typen Trinkgeld geben? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Chromlexia, wo stumm die Steine Bände sprechen. Oh, stumme Steine sprechen Bände. So. Was? Bist du im Hotel vorbeischauen? Habe ich doch schon getan. Was? Nee, warte. Sie ist jetzt im Hotel gegangen. Kann das sein? Kann das sein? Oh, sie will mit uns eine Nacht im Hotel verbringen. Hey, du. Na? Du hast doch auch diese riesigen Steine auf Route 10 gesehen, nicht wahr? Einige der größeren messen sage und schreibe 10 Meter. Auf nur ein paar Kilometer rangen hunderte von ihnen gen Himmel. Um diese Steine aufzustellen, haben die Leute damals bestimmt die Hilfe unzähliger Pokémon benötigt. Zu welchem Zwecke dies alles allerdings geschah, bleibt auch weiterhin schleierhaft. Theorien gibt es natürlich wie Sand am Meer. Einige halten wie Sand an dem Steinmeer. Einige halten sich für Grabstätte aus dem Altertum, die zu Ehren bedeutender Krieger errichtet wurden, während andere in ihren Denkmälern zu Ehren angesehener Sippen sehen. Wieder andere halten sie gar für rituelle Relikte, die mit dem Ursprung des Lebens in Verbindung stehen. Für mich persönlich handelt es sich dabei ja eher um eine Art Kalender. Das sieht... Eigentlich ist das voll uninteressant, ganz ehrlich. Das sieht man doch oft in Dokumentationen. Alte Kulturen, die Objekte wie Steine aufreiten, um die Bewegung der Gestirne zu erforschen. Eins ist jedoch gewiss, und zwar, dass uns diese Steine noch jede Menge Rätsel aufgeben. Manche glauben sogar, dass ihnen eine besondere Kraft innewohnt. Sollte dem so sein, kann man nur hoffen, dass es sich um wohlwollende Kräfte handelt, die über uns und die Pokémon wachen und nur unser Bestes im Sinn haben. Ach, wo wir gerade dabei sind, im benachbarten Yantara City gibt es mehr dieser rätselhaften Steine. Jo. Nehmen wir mal nach Yantara City. Oder was meint ihr? Nein, geh nicht nach Yantara City, das wird ein Verderben sein. So, hier. Die Menhire. Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. So. Hier außenrum scheint es nichts zu geben. Dann gehen wir mal in die Hütte hier rein. Hier rein. Was machst du, einsamer Mann, ne? Bla bla bla. Interessant. Sorry, aber die Stories sind voll nicht. Also ich finde sie nicht interessant. Tut mir leid. Wenn ihr sie mega interessant findet, dann. Ja. Lest es auch halt durch. Ja, ich bin fies, ich weiß, aber. Ich glaube, viele von euch teilen meine Meinung, dass es nicht wirklich interessant ist. Von dem her ist das ganz gut so. So folgen wir dem Team Flareepel da. Was? Altertümliche Steine. Okay.
Okay, müssen wir ein Rätsel machen? Ich bin gerade überfragt. Bist du da durchgekommen? Müssen wir zurück auf die andere Route gehen? Auf Route 10? Moment. Lesen wir mal hier. Okay, wir können gar nichts lesen. Sind die gerade kleiner geworden? Kann das sein? Nee, okay. Sind alle einfach verschieden groß. Ich verstehe es gerade nicht. Was zum... Wo muss ich lang? Was? Ich habe alle VMs, alle TMs. Wo muss ich lang? Na gut, Flattermann, Was? Hau ab, Elmolga! Ja, ist klar! Noch ein Volltreffer! Ja, geht's noch? Oh, komm, flieh einfach. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es nicht! Diese mysteriösen Steine bringen mich um den Verstand. Kann ich jetzt vielleicht da weiter? Krumlexia. Hört sich scheiße an, um ehrlich zu sein. Aber gut. Lass mir das gut sein. So gut wie das ist. Sound aus, Sound an. Haha, wie witzig. Überhaupt nicht. Aber gut. Alle guten Dinge sind 5, wie man gewöhnlich weiß. Was? Nicht 5? 17. Okay, dann 17. Ah, jetzt geht's hier weiter. Lucario! Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Lucario! Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal 2 und sie gleichen sich wie ein anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Ich kenne das Sprichwort nicht. Ist das für ein Sprichwort? Ich fresse einen Narren an dir. Arena-Leiterin Conny? Stimmt, die ist Arena-Leiterin. Wieso kämpfe ich schon gegen sie? Was soll das? Winnetou, was soll das? Zeig mal, was du drauf hast, okay, Winnie? Oh, Flügelschlag, schauen wir mal. Metallsound macht er, okay. Das sollte uns relativ egal sein. Hat er Aurasphäre oder so? Wenn er Aurasphäre hat, ist es uns nicht ganz egal. Aber sonst... Oh, stimmt, ich hab Karateschlag. Ich Idiot. Puh! Verdammt. Er hätte von Anfang an Karateschlag einsetzen sollen. Zack, los. Okay, noch einmal und er ist besiegt. Wenn wir nicht schon besiegt sind. Offenlegung. Was sollen wir eigentlich aushalten? Yes. Trotz Volltreffer haben wir es ausgehalten. Sehr gut, Winnetou. Das gibt's nicht. Er hat es noch überlebt. Okay, Ruheort. Offenlegung. Das halten wir aus. Ey, ganz ehrlich, das ist doch kacke, Mann. Nur weil es ein Volltreffer war. Los, Mononoke, mach ihn fertig. Das war echt kacke, sorry. Es war kacke. Rasierblatt bloß. War ich sogar schneller als wir. Metallsound sieht ganz cool aus, muss ich sagen, aber... Ja. Let's go, Rasierblättchen in sein Frettchen. Und so, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Okidoki, fast ein Level up für die Mononoke. Kann sie gleich drin bleiben gegen Lucario, obwohl das eigentlich gar nicht mal so eine kluge Idee ist. Aber egal. Hier, Rasierblatt. Was ist das für eine Attacke? What? Was ist das für eine coole Attacke denn? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Steigerungshieb? Alter, was hat die für krasse Attacken drauf? Das ist viel zu spät hier mit Egelsam. Mononoke wird wahrscheinlich draufgehen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich. Dann müssen wir darauf hoffen, dass Mufasa ein bisschen schneller ist als Lucario. Alter, das ist schon +3, ich werde verlieren.
Bitte, Mufasa, du musst schneller sein. Du musst schneller sein. Sei schneller, bitte. Du bist schnell wie der Wind. Du bist schnell wie der Wind. Wie der Wind bist du schnell. Los, Mufasa. Du schaffst das. Feuerzahn. Okay, Grünu ist schneller. Die letzte Hoffnung ist dann, dass er keine Dings hat. Keine Unlichtattacke oder so. Sehr schön, Grünu. Du machst ihn kaputt. Du machst ihn kaputt. Rechten Ruckzuck, Keep out. Nee, wir sind sowieso schneller. Von dem her. Oh, ey, das hätte echt ins Auge gehen können. Das hätte so richtig ins Auge gehen. Was ist das für eine kranke Attacke? Steigerungshieb. Alter, Steigerungshieb ist ja sowas von krank. Das gibt's ja nicht. Ich will Steigerungshieb, dass mein Pokémon die drauf haben. Jetzt verstehe ich auch, warum Yukari dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arenaleitung von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also bis später dann, ja? Gab's sowas auch schon mal, dass man im Vorfeld gegen Arena-Leiterin kämpfen kann? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es das mit diesem Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Dann seht ihr euch. Schönen Tag noch und tschüss.